hallo liebe Leute, willkommen zu einem neuen Video hier bei Partwork Modellbau. Schön, dass ihr dabei seid zu einer neuen Bastelfolge für unseren Ghostbusters Ecto One. Ausgabe Nummer, wow, 30 ist schon dran. Eine runde Ausgabe ist wieder erreicht, die Nummer 30 von insgesamt 141. Wie die Zahl zustande gekommen ist, keine Ahnung. Aber auf jeden Fall haben wir natürlich noch einen riesen Weg vor uns, um den Ecto One zu vervollständigen. Aber wir haben heute schon die Ausgabe Nummer 30. Also wir haben auf jeden Fall schon mal super Fahrt aufgenommen. Ja, warum geht es heute? Letztens haben wir ja noch uns um die Auspuffrohre gekümmert und jetzt bewegen wir uns wirklich in den hinteren Bereich unseres Wagens und zwar an die Hinterachse. Das ist das nächste Thema, was auch uns nicht nur in der heutigen, sondern auch in den nächsten Ausgaben beschäftigen wird, wo wir die Hinterachse quasi komplett zusammenbauen werden und auch schon in baldiger Zukunft, ich sehe es schon in meinem Karton liegen auf jeden Fall, die nächsten oder die übrigen beiden Räder bekommen, nämlich die Hinterräder. Die werden auch schon bald dann kommen. Sobald die Hinterachse an sich fertig ist oder die Elemente dafür fertig sind, kommt das jeweilige Rad schon dazu. Darauf könnt ihr euch freuen. Heute legen wir aber erstmal den Grundstein, würde ich sagen, für das Ganze, indem wir heute die Hinterachse an sich bekommen und sie zusammensetzen werden und auch schon die Bremstrommeln oder Bremsscheiben werden wir zusammensetzen, zwar noch nicht anbauen an der Achse, aber zumindest schon mal soweit vorbereiten, dass wir sie dann einbauen können, wenn es soweit ist. Ja, darum soll es heute gehen. Wenn euch das Video gefällt, beziehungsweise allgemein das gefällt, was ich hier so auf meinem Kanal veranstalte, lasst gerne einen Daumen nach oben da, beziehungsweise auch ein Abo für meinen Kanal da, dann seid ihr auf jeden Fall einer der Ersten, die erfahren, wenn neue Videos hier online gehen, egal ob für den Ecto One oder für meine anderen Projekte, die ebenfalls noch laufen, die Bismarck, da oben seht ihr gerade nicht, aber der Manta steht da noch. Der Dodge Charger zumindest noch, soweit ich das schaffe, euch die Ausgaben momentan zu zeigen. Und der Terminator natürlich genauso. Die laufen natürlich normal weiter. So, genug Vorgeplänkel, starten wir mit der nächsten Ausgabe unseres Ghostbusters Ecto One. Die letzte Ausgabe aus der Abo-Lieferung Nummer 9. Da haben wir sie nochmal. Jetzt geht's an die Ausgabe Nummer 30. Ja, da haben wir sie, die Ausgabe Nummer 9, ein letztes Mal, bevor wir sie zur Ruhe legen können mit der Ausgabe und der Bauphase 30 und die Bauteile, nämlich die Hinterachse an sich. Ja, worum geht es? Wie gerade schon gesagt, wir werden nicht viel tun tatsächlich, das wird relativ flott über die Bühne gehen, ist auch nur eine Doppelseite. Wir werden die Hinterachse an sich einmal zusammensetzen, wie man es hier sehen kann, und dann die Bremstrommeln genauso werden zusammengesetzt und dann haben wir, da sind wir, drei Elemente, soweit fertig, die wir dann erstmal zur Seite legen können, zumindest zum Ende von dieser Ausgabe. Gut, dann würde ich sagen, starten wir auch direkt, packen wir mal eben aus, was wir so haben an Einzelteilen. Und zwar haben wir einmal die beiden Elemente der Hinterachse an sich, die sind aus, hört man gleich schon, die sind aus Metall auf jeden Fall. Das sind diese beiden Elemente. Dann haben wir noch ein paar Schrauben dabei. Dieses Element, das ist aus Plastik auf jeden Fall. Und ich glaube, dieses hier brauchen wir genauso. Auch so eine Abdeckung, diese Runde hier. Die beiden sind aus Plastik, während die Achse an sich aus Metall ist. Und dann haben wir ja die Bremstrommeln, die Bremsscheiben an sich. Zweimal, einmal links, einmal rechts. Ich glaube, die sind tatsächlich sogar identisch. Diese hier, ja, aber die hinteren Abschnitte nicht. Hier steht einmal ein L dran, da ein R dran. Auf jeden Fall, die vier Teile wollen auch zusammengesetzt werden. Kriegen wir hin, würde ich sagen, oder? Wir haben schon Schwierigeres geschafft, also von daher sollte das kein Problem sein. Während ich mal kurz eben alles sortiere, bevor ich mal einen Cut mache, erzähle ich mal kurz noch zwei, drei Sätze. Und zwar, der Ecto One ist ja momentan leider immer noch nicht hier erhältlich. Leider. Und deswegen, falls ihr euch fragt, woher habe ich den jetzt, beziehungsweise wenn ihr auch Interesse habt, den zu bauen, das ist jetzt nicht nur, weil ich den habe, nur ich habe den jetzt, sondern ihr könnt den auch selber holen. Ich bin da letzten Endes kein Unterschied und ich mache da keinen Unterschied, denn das UK
vor allem, bietet die Ausgaben seit Anfang des Jahres an, im Abo zwar nur, aber die haben auch einen Store, einen Shop, Online-Shop, und die liefern auch europaweit. Und dann, und da gehen nämlich auch die Add-to-One-Ausgaben online, also da kann man das Ganze relativ fix ordern, die sind auch sehr flott unterwegs. Ist auf jeden Fall günstiger, als sich die Einzelausgabe in Frankreich zu ordern, weil die Versandkosten hier auch deutlich weniger sind. Und man bekommt eben dann die, ja, die Abo-Ausgaben an sich zugeschickt, also nicht die Einzelhefte, sondern immer schöne Viererhefte zusammen. Und preislich ist es im Endeffekt, würde ich sagen, fast genau gleich mit dem, was er dann bald dann hier kosten wird oder ja, vermutlich kosten wird. Ich tippe mal, dass die Ausgaben 11,99 kosten werden. In Spanien, in Frankreich zum Beispiel sind es 10,99. Dafür kommen Versandkosten drauf. Also von daher bleibt es gleich. Ja, schaut gerne im Eagle Moss UK Store vorbei. Da könnt ihr die Ausgaben alle sehen. Sind alle verfügbar. Ausgabe 1 bis 11 momentan aktuell. Das sind dann die Abbauphasen 1 bis 38, glaube ich. Ja, müsste sein. Genau, ich habe bis 34 hier liegen. 35 bis 38 ist die Lieferung 11. Genau, bis zur Ausgabe 38 könnt ihr aktuell schon bauen. Und das alles, was ich hier liegen habe, ist dann eben das Ergebnis. Beziehungsweise noch mehr, weil sind ja noch nicht alle verbaut. So, zuerst soll es losgehen mit den beiden Achsteilen an sich, die zusammengesetzt werden. Und zwar einmal so, damit sie auch so zusammenpassen, wie man unschwer erkennen kann. Ne? Nur auf diese Seite. Und das nur auf diese Seite, so passt es nur zusammen. Und hier haben wir zwei Löcher in der Achse, einmal, zweimal. Da kommen zwei Schrauben durch, zwei CM-Schrauben. Ich hole schon mal ein klein wenig Öl daher. Metall durch Metall ist immer so eine Sache. Kann funktionieren, muss aber nicht. Aber spätestens mit Öl klappt es ohne Probleme. Ja, locker flockig geht das, wunderbar. Damit ist die Achse an sich schon mal soweit zusammengesetzt. Dann kommt das, die Kappe 30C. Zum Einsatz ist es diese hier. Die wird auf diese flache Seite, so wie ich das sehe, eingesetzt. Müsste. Ja, genau, auf diese flache Seite wird sie eingesetzt. So, legt sie auch schön in die Mitte. Und wird dann hier in der Mitte, ist ein kleines Loch. Ich hoffe, das kann man einigermaßen erkennen, trotz des schwarzen. Da sieht man es in der Mitte, ist ein kleines Loch. Das wird verschraubt mit einer IP-Schraube. Kein Problem. Ich nehme auch ein bisschen Öl, weil es ja trotzdem durch Metall geht. Weil das Stück an sich Plastik ist. So, haben wir auch fest. Wunderbar. Und dann kommt dieses Teil mit dazu. Es hat auch einen Namen. Kann ich wetten. 30D. Das Differential. Ah, das Differential Housing und Cover. Jetzt weiß ich es wieder. Differential war es. Okay, ich muss mal eben gucken, ob das entsprechende Position bedarf. Oder ob schon vorgegeben ist. Ja, okay, es gibt nur eine Position, weil die kleinen Pins hier dran sind unterschiedlich dick. Das heißt, es geht nur in eine Position. Müsste auch, glaube ich, mit dem übereinstimmen, was ich hier sehe. Ja. Dann passt das. Und jetzt haben wir hier in den vier Ecken jeweils eine Schraube, ein Schraubloch. Da kommen vier DM-Schrauben durch. Man sieht natürlich schon, wir haben ja diverse Parallelen zu anderen Modellen, Automodellen. Unschwer zu erkennen, ne? Also Vorderachsen, Hinterachsen, klar, die sind alle immer ein bisschen anders aufgebaut, aber grundsätzlich ist der Bau von den Autos logischerweise gleich. Aber ich muss sagen, auch was die Qualität anbelangt, bis auf wenige Ausnahmen, die ich bis jetzt hatte,
passen die Teile wirklich alle super zueinander beim Ecto One. Also so soll es ja letzten Endes auch sein, dass alles schön zusammenpasst. Man will ja auch was für sein Geld bekommen, dann sollte das schon alles sich gut zusammenfügen. Sonst wäre der Preis nicht gerechtfertigt. Und es soll letzten Endes auch so gebaut sein, dass es jeder quasi bauen kann. So, das Differential sitzt dran, sowohl dieses als auch dieses Teil. Dann können wir uns diese Achse erstmal zur Seite legen und brauchen jetzt die Bremstrommeln. Ich glaube, es ist egal, welches wir jetzt nehmen. Also, ne, das ist wurscht. Und zwar müssen wir nur gucken, dass wir die richtig einsetzen. Hier haben wir jetzt beispielsweise auf dem ersten Bild das Bild L. Hier haben wir oben, wie man sehen kann, da ein kleines Loch mit dran. Nicht die drei Schraublöcher im Dreieck, sondern dieses kleine Löchlein daneben. Das soll jetzt erstmal nach oben zeigen. Und dann kommt eine Abdeckung mit drauf, sodass diese Details, die wir hier haben, diese hier, quasi das kleine Loch verdecken. Also das soll so übereinander liegen. Und dann kommen drei HP-Schrauben durch. Und dasselbe passiert gleich nochmal mit der zweiten Bremstrommel. Also viele Schrauben für wenig Bauteile. Und die sind klein und zart, die gehen so durch. So, da haben wir sie einmal verwunden. Und dasselbe nochmal mit dem anderen. Da auch nochmal drauf achten, dass das übereinander liegt. So, dachte gerade schon. Nummer zwei. So, und Nummer 3. Damit sind die beiden Bremstrommeln, sieht man da nicht ganz so gut im Schwarzen hier, soweit vervollständigt. Und die Achse erstmal soweit mit den ersten Details verseelen. Da könnt ihr nochmal, ich versuche mal ein bisschen ranzuzoomen, dann könnt ihr sie auch ein bisschen sehen. Das sind die ersten Elemente von dem Bauschritt von heute, Ausgabe Nummer 30. Gut, das war alles für die heutige Ausgabe Nummer 30 und damit haben wir die Abo-Ausgabe Nummer 9 auch abgeschlossen. Und wie ich ja schon gesagt habe, in der Abo-Ausgabe 10 geht es dann weiter mit dem Bau der Hinterachse. Da bekommen wir nämlich, ich kann euch schon mal zeigen, eine kleine Vorschau, seht ihr gleich in den anderen Aufnahmen nicht ganz so doll. Wir bekommen sowohl die Blattfeder, die Blattfedern, die verbaut werden, die Stoßdämpfer kommen damit zu und wie ihr schon sehen könnt, hier auch das erste Rad ist damit bei und Ausgabe 33, 34 quasi nochmal fast das gleiche. Die Teile werden alle zusammengefügt, diverse Leitungen werden auch verlegt, wie ihr schon sehen könnt, hier, da. Und ja, am Ende, ich blätter einfach mal schon durch, kleine Preview auf bis zur Ausgabe 34, da haben wir sie. Das Ergebnis der nächsten Abo-Ausgabe wird sein, dass alles soweit verbunden ist und wir unseren Ecto One dann auf allen vier Beinen stehen haben. Aber dazu mehr, wenn es dann in der nächsten Ausgabe weitergeht. Ja, Abo-Ausgabe 9 ist abgeschlossen, beziehungsweise heute die Ausgabe 30 ist abgeschlossen. Zum einen die Hinterachse ist erstmal konstruiert mit dem Differential mit dran und die beiden Bremstrommeln haben wir ebenfalls soweit erstmal konstruiert. Darum ging es heute und ja, wie es in den nächsten Ausgaben weitergeht, habe ich euch ja gerade schon gezeigt. Als nächstes ist dann die Abo-Ausgabe Nummer 10 dran mit den Bauschritten 31 bis 34. Der Bau der Hinterachse geht vonstatten und in Ausgabe 31
geht es erstmal los mit der, mal gucken, welche das ist. Wir bekommen nämlich die erste Blattfeder, die wir zusammenbauen werden, mal eben lesen. Die linke Blattfeder wird mit ein paar Halterungen versehen, dann schon mit der Achse verbunden, so wie es aussieht. Und auch schon der erste Stoßdämpfer wird angebaut, auch schon am Unterboden mit befestigt, sehe ich gerade. Und auch schon, aha, die ganze Konstruktion wird nämlich dann auch schon am Unterboden mit befestigt, wie man hier sehen kann. Hoffentlich sehen kann. Das kommt alles schon soweit zusammen. Auch wenn es nur eine halbe, die halbe Hinterachse dann vollständig ist, weil auch die rechte Blattfeder fehlt. Das kommt zusammen, auch wird die Antriebswelle, diese lange hier, mit eingebaut. Also alles schon mal vorbereitet, das ist schon mal super. Und dann soll tatsächlich auch das Auspuffrohr, was ich schon mal gesagt habe, vervollständigt werden. Das linke Auspuffrohr mit der letzten noch fehlenden Schraube. Vielleicht muss ich ihn nochmal rausdrehen und dann erst festmachen, weiß ich nicht. Und auch diese kleinen Details kommen nochmal zum Einsatz. Mal gucken, ob das geht, so wie ich es jetzt habe, oder nochmal losschrauben muss. Wenn, dann ist es auch so. Kein Problem. Aber ja, da wird auf jeden Fall einiges passieren. Dann wird die Hinterachse schon mal nächstes Mal am Unterboden befestigt, mit einer Blattfeder zumindest. Und ja, das kommt alles so nächstes Mal zusammen. Ja, wie ich gerade schon zu Anfang des Videos gesagt habe, wenn euch das Video gefällt, lasst gerne Daumen nach oben da, beziehungsweise allgemein lasst gerne ein Abo für meinen Kanal da, dann bekommt ihr auch direkt Nachricht, wenn neue Videos online gehen. Ja, vielen Dank an alle von euch fürs Zuschauen und nächstes Mal geht es dann weiter mit Ausgabe 30, 31, Entschuldigung, heute haben wir 30. Nächstes Mal, bin schon komplett durcheinander. Nächstes Mal, im nächsten Video geht es weiter mit Ausgabe 31. So, bevor ich jetzt noch weiter Käse erzähle, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.